Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition Enderal. Ja, letzte Folge haben wir viel erfahren über die Läuterung und so weiter. Und heute geht's direkt weiter. Aber erstmal reden wir noch mit Thealor Arantial. Ihr hattet erzählt, dass ihr 30 Jahre in Gefangenschaft wart. Wart ihr die ganze Zeit über alleine? Hallo? Ich würde gerne Enter drücken! Ja. Ja, man kann mit ihm keine Gespräche führen, okay. Gut. Ich gehe ins Haus, verkaufe die Sachen, die ich noch dabei habe. Und dann mache ich die Quest weiter. Es dürfte 3 Minuten Verzögerung geben. Ich sag, bis Minute 4 der Folge sind wir fertig. Also, mit dem Verkaufen. Nein, nicht mit Arm. So. Ah, doch, das ist mein Ziel. Bis Minute 4 spätestens Maximum bin ich durch. So. Pam. So, schlafen. So. Bin ich eigentlich jemals diese Treppe runtergelaufen? Ich glaube nicht. Ja. Okay. Ja. Dann hat Marktplatz eben. Wenn dieser eine Typ da nicht seinen Laden öffnet, was irgendwie nie der Fall ist. So. Los. So. Ah, jetzt ist es wieder alles so grau hier. So, Stab des Feuerzorns. Diese Dinger hier. Des Magiewiderstandes. Hat die Tränke eigentlich? Genesungstränke. Hat sie schon, ja. Jetzt ist viel gereisten. Selenas Fäuste, alles nicht so gut. Gut. Das passt. Oh Gott, das wird ja doch knapp in Minute 4. So. Na. Okay. So, fertig. Oder fast. Bücher nehme ich noch mit. So. 4:20. Okay. Also, dafür geht's aber jetzt direkt ab zu dem Myranturm an der Grenze des Herzlandes, wo wir unsere Prüfung absolvieren sollen. Damit wir in den Orden aufgenommen werden können.
Jo. Ist direkt hier in der Nähe. Huch. Und man blickt hier auf den Flüsterwald. Ist ganz interessant. Hallo, Siegeführer Jorik Bartha. Großmeister Meister Arantia schickt mich. Ich soll die Prüfung zum Hüter ablegen. Viele Dinge sind gefährlich, in der Regel die interessantesten. Okay. Mit den anderen Prüflingen sprechen. Ja, hallo, Dunva. Was? Wie ihr wünscht, Prinzessin. Hütet eure Zunge. Ich kann euch auch einfach ein Schwert in den Rücken rammen, wenn ihr wollt. Kalia Zakaresh. Manche nennen mich so, ja. Angeblich bin ich das, aber ihr dürft mich gerne Miss Wanda nennen. Ach ja. Diese Opferbereitschaft hatte das nicht viel zu tun. Diese Kerle hatten es nicht anders verdient. Außer den Splittern habe ich nicht viel retten können. Eure Leute waren bereits tot. Das war mehr Zufall als Entscheidung. Ich scheine Ärger einfach anzusehen. Jetzt, go. Wichser. Ihr sagtet etwas von Spuren im Flüsterwald. Was genau hat es damit auf sich? Gehen wir. Ja, ich habe das ja selbst schon erkundet, ne? Wissen wir ja. Es war jetzt eher so nicht das Problem mit dem Wissen, aber gut. So, hier. Was zur Hölle? Ich hatte eben wieder eine Art Vision. Nein, das.
Unfassbar, wie, was für Narren das sind. Ihr denkt, ihr werdet besonders, das ist unfassbar. Ihr seid nichts als billige Kopien vom Nichts. Ey. Hallo? Wirklich. So. Dann war es ein solcher Narr, das ist unfassbar jedes Mal. Ein richtiger Tor ist er. Ja, natürlich ist das eine Falle. Lunva kann gerne vorgehen. Völliger Idiot, dieser Mann. Ich hoffe, der stirbt bei der Prüfung. Schrim, Radata. Oha. Ich werde das machen.
Das kann dieser Mann nicht. Amen. Ihr seid nicht real, nicht wahr? Das spüre ich. Eine jammernde Illusion, nicht zu überzeugen. Glaubt ihr, ich weiß nicht, dass ihr ein Gespenst seid? Verschwindet. Seid nicht real, nicht wahr? Bist du real? Wie sollte ich träumen können, wenn ich in Wahrheit tot bin? Das ergibt doch keinen Sinn. Wer ist dieser Unterdrücker?
Wir haben nichts. Außer ein Dolch. Oh mein Gott. Das wüsste ich selbst gern. Oh. Ich habe ein Heil-Dings und ein... Oh. Schwebende Stühle. Eine Verführerin. Menschenfleisch. Es ist eigentlich nur dafür da, wie eine Sirene, der wir aufs Land folgen, um dann daran zugrunde zu gehen. Nichts anderes ist es, was wir hier eigentlich sehen, habe ich das Gefühl. Vielleicht aber auch das einzig Richtige. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Hoffnungslosigkeit. Natürlich, sie ist leer. Panik sind die Tugenden, die wir hinter uns lassen müssen. Verzweiflung. Aber was heißt Tugenden? Das sind sie ja eigentlich nicht. Die Sünden. Es fehlen noch welche. Ist es vielleicht Angst? Ist es Hochmut? All das werden wir hinter uns lassen müssen. Nee. Das war schon richtig. Aber wohin? Keine Verzweiflung, keine Panik. So ist es vielleicht nicht der Weg. Vielleicht ist Trübsinn auch einer dieser, ja, falschen Werte, derer wir uns nicht aneignen dürfen.
So, hier komme ich heute. Oh nein. Aua. Höhere Panik ist es. Erinnere dich an die Tugend der Panik. Du hast gesehen, wie sie tot hing. Nein, Panik dürfen wir nicht zeigen. Reue. Denn die Reue ist es, die wir gezeigt haben. Auch wenn wir dafür schmerzen müssen. Aber wie kommen wir hier dran? Wie würden wir es schaffen, hier dran zu kommen mit diesem Schlüssel? Ich habe natürlich keinen Dietrich. Nein, ich glaube, es ist die Reue. Die dort liegen muss. Aua. Okay, die Reue ist nicht das Ziel anscheinend. Doch, wie kommen wir hier hin? Oh. Menschliches Herz. Ja. Der Schlüssel zur Freiheit führt in den Beginn. Das mag so scheinen, aber wo ist überhaupt dieser Unterdrücker, von dem er undown spricht? Hier ist nichts als Knochen und Geister. Aber es muss doch einen Weg hier raus geben. Ich verstehe es einfach nicht. Wer seid ihr? Ein Teil von mir? Ein Trugbild? Ich glaube, er ist das Bild von mir, was für Verzweiflung steht. Das Bild, was ich beseitigen muss.
Was ist das? Jesper. Eine Holzfigur, eine grauenhafte Fratze. Was ist das? Es regnet, aber wo sind wir hier? Egal wie stark es zieht. Eigentlich gut. Wo sind die anderen? Dunva, Kalia, Bata. Etwas benommen, aber ansonsten gut. Wo bin ich hier? Das ist nett, danke. Bitte? Ihr macht mir keine Angst. Ihr seid die, die hinter dem Zyklus stecken. Warum tut ihr das? Was haben wir euch getan? Liegt der denn da? Kalia? Ja, ich hatte schlechte Träume. Überraschung, das bin ich. Mir geht es gut, danke. Das heißt, wir sind nun beide Hüter? Der Tod der Götter ist das Beste, was der Menschheit passieren konnte.
Was kann ich verstehen? Was haltet ihr von all dem, den Zyklus, dieser Läuterung, die uns bevorsteht? Ich wünschte, ich könnte das mit derselben Überzeugung sagen wie er. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht so recht, wie es mir geschieht. Und wie geht es nun weiter? Wir beide? Und was ist mit Dunbar? Nun, für eine Prüfung, die den Geist und die Selbstbeherrschung eines Menschen testet, hätte man sich keinen schlechteren Kandidaten aussuchen können. Er war ein einfältiger Narr. Er hätte mich gewundert, wenn er das überstanden hätte. Er wird sterben, das hat er nicht verdient. Nein, er war ein einfältiger Narr. Vertiefen. Ihr wirkt jedenfalls erstaunlich gefasst. Besser gemessen daran, dass euch eben der Tod eurer Götter offenbart wurde. Eine Idee, die sehr viele Ketzer schon das Leben gekostet hat. Ich würde ausrücken. Wenn ich es nicht zumindest versuchen würde, hätte ich das Blut der Bauern an meinen Händen. Verschanzen. Besser, ich rette mit hoher Wahrscheinlichkeit die Städter, als mit einer geringen die Bauern. Ich weiß nicht, was ihr sagen wollt. Manchmal gibt es keine richtige Entscheidung. Nein, ich würde, glaube ich, lieber die Bauern versuchen, irgendwie zu retten. Interessant. Wenn ihr die Frage gestattet, was hatte es eigentlich mit Dunvas Anschuldigung auf sich, dass sie eine Hexe wird? Sonst hätte ich nicht gefragt. Erzählt.
Was? Warum haben euch diese Männer niedergeschlagen? Danke, dass ihr mir das anvertraut. Das muss schwer für euch sein. Also haben diese Dörfler euch, einem sechsjährigen Mädchen, die Verantwortung für diese Zerstörung gegeben. Das ist doch abstrus. Was hatten sie vor? Rache üben? In die Unterstadt. Meister Tyras, ein Ohrenzüter hat euch aufgenommen. Er hat euch einfach gesehen und adoptiert. Das klingt ja fast zu gut, um wahr zu sein. Woher kamen die Vorbehalte des Ordens? Meister Tyras hat euch auch das Noviziat ermöglicht. Ihr seid jedenfalls nicht die Bauernmagd, von dem man, das muss man euch lassen. Und was ist mit Meister Tyras geschehen? Wo ist er jetzt? Nein, ihr seid nicht die Bauernmagd von dem Mann. Und was ist mit Meister Tyras geschehen? Wo ist er jetzt? Deswegen nennt euch Dunwar eine Hexe.
Er glaubt allen Ernstes, genau wie diese Bauern, dass sie irgendwie die Zerstörung dieses Dorf verantwortet. Naja, seht euch doch mal an, ihr seid klug, hübsch, talentiert, sympathisch, viele Gründe euch zu beneiden. Ich habe gesehen, was ihr könnt, vermutlich steckt auch viel Neid dahinter. Ein wenig eigentümlich ist eure Vergangenheit ja auch, das müsst ihr an. Seht euch doch an, ihr seid klug, hübsch, talentiert, sympathisch. Und ja, und die wären? Und ihr sagtet, Dunvar sei der letzte seines Adelsgeschlechtes. Ja, da stört's mich dann auch nicht, ne? Tja, haben wir eine Rasse ausgelöscht. Und ihr sagtet, der Großmeister erwartet mich, richtig? Dann sollte ich ihm vermutlich mal einen Besuch abstatten. Danke für das Angebot, das wäre sehr nett. Achso. Ja. So, oder? Schlichte Tunika, da will ich doch nicht haben. Ja, ich folge euch und bis zur nächsten Folge. Tschüss!